Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 17 von Astronier. Wir haben letztes Mal noch in das Forschungsgerät da hinten diese Probe reingesteckt und die sind wir am Forschen und wir wollten diese Runde mit dem Rover unsere Autobahn da langfahren, in Anführungsstrichen. Okay, dann würde ich sagen, ach so, der da Mordrak und ja, der haben mir ganz viel erzählt, ne? Wie ich das besser machen kann oder schlechter machen kann, aber jetzt habe ich natürlich vergessen zu lesen, was er mir geschrieben hat, ne? Ganz schlecht. Okay, gut. Wir werden uns drum kümmern, aber vielleicht nicht in dieser Folge, dann in einer der nächsten. Ich sag mal, wir sehen uns gleich nach dem Intro weiter. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir in unser Fahrzeug hier kommen. Buggy. F eintreten. Wir sind drinnen und jetzt fahren wir und okay, ich merke schon, er rollt die ganze Zeit, das ist schon mal gut. Ich brauche nur ab und zu mal Gas geben. Ja. Und ja. Wir leben noch. Hopp, da ist schon ein Loch. Da auch. Okay, jetzt wissen wir, wofür wir die Autobahn brauchen. So. Oh, hier ist kein Sauerstoff, sehe ich gerade. Da ist irgendwo die Linie unterbrochen. Lass uns mal aussteigen und gucken, dass wir das reparieren. Das müssen wir reparieren. Wo? Da ist auch schon kein Sauerstoff. Okay, das ist nicht gut. Ja, wir sollten den Rover nehmen, aber ich lasse ihn jetzt da stehen, weil ich bin sowieso zu Fuß schneller. Hier ist schon was schiefgelaufen. Und ich glaube, wir haben hier gar keine. Ach, die haben wir hier begraben, ne? Das ist schlecht. Und wir haben keine Teile mit, denke ich mal, oder? Wir sollten sowieso gerade was weglegen, sehe ich schon. Wir haben ganz viel Zeug mit, was wir überhaupt nicht brauchen gerade. Das brauchen wir zum Beispiel. Der ist voll. Und hier kann ich gerade nichts hinlegen. Kann ich denn hier gerade was basteln? Leuchtstäbe, kleiner Drucker, Verbindung, die müssen wir auf jeden Fall bauen. Und ne, hier ist jetzt nichts bei, ne? Arbeitslicht, Sauerstofftank. Das ist ein Stromgenerator, ja. Wir brauchen einen Drucker, der uns gerade ein Lager macht. Okay, wir können es auch so hinschmeißen, will ich aber gerade nicht. Was war das denn jetzt? Wo konnte ich denn jetzt und das Ding auswählen? Okay. Wenn ich da oben drauf gehe, konnte ich die Astropedie. Alles klar. Warum Lager brauchen wir? Da war es schon. Harz brauchen wir dafür, haben wir natürlich nicht da, ne? Ist klar. Okay, das bedeutet, wir schmeißen das einfach hier so hin. Und ja. Was haben wir hier noch dran hängen? Ja, die Erweiterung und das Organische, alles ist gut. Wir haben die Pinne gebaut. Jetzt laufen wir schnell hin und bauen da weiter. So, hier fehlt einer, ne? So. Kann ich den hier oben drauf stellen und es geht immer noch? Das wäre schön gewesen.
Geht er hier irgendwo hin und die beiden sind verbunden. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob wir den gleich mit dem Auto umfahren. Aber wieso es aussieht, funktioniert das sowieso nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay, so geht's. Auf zum Auto. Wir haben hier auf jeden Fall wieder Sauerstoff. So. Betreten und fahren. Okay, der bremst aber auch ziemlich stark, wie ich gerade merke. So wie wir jetzt gerade merken, ne, ja, sind wir schon in das nächste Loch gefahren. Alles klar. Ja. Ich fahre mal einfach ein Stück nach hier erstmal. Okay, da ist ein Forschungsding. Ja, ich muss wohl aussteigen, um das zu machen. Und das ausgraben, dann kann ich das mitnehmen und dann, wie war das? Hä? Aber ich weiß es nicht. Das war hoffentlich die Pflanze, die da gerade unten rankam, ne? Ja. Was liegt hier? Aussteigen. Energiezellen sind das ja. Kann ich hier was aufheben? Ne, kann ich nicht mitnehmen. Doch, kann ich wohl doch mitnehmen. Das ist Schutt. Das ist Schutt. Schutt, Schutt. Alles Schutt. Der auch, der auch. Also, ab in Bobby. Was ist das denn? G. Freudensprung? Aha, da kann ich jetzt hier so. Okay. Gut. Da ist schon wieder ein Loch. Und was ist das da? Das ist auf jeden Fall groß. Und da ist auch ein Loch. Okay. Ist das irgendwie eine Abschuss? Basis oder so. Auf jeden Fall ist hier was Wichtiges, das wir erstmal mitnehmen sollten. Auch wenn ich nicht viel von mitnehme, aber ein bisschen wollte ich davon haben. Ich glaube, es reicht erstmal, oder? So. Jetzt steigen wir wieder ein. Gucken uns das da vorne noch ein bisschen näher an, oder? Ah, ich sitze auf diesem Teil fest. Okay. Langsam fahren ist immer angesagt, oder wie? Aktuell entdecke ein Portalkammer. Aha, das ist jetzt eine Portalkammer. Nun ist das ein komisches. Ja, weiß ich nicht, was das ist. Na, da in der Mitte möchte ich nicht stehen bleiben.
Hier kann man Strom anschließen. Kabelstecker. An allen drei Seiten kann man Strom anschließen. Ist mein Buggy geklaut oder was? Ich glaube, der steht hier rechts, oder? Ja. Einmal Luft holen. Hier ist eine Portalkammer, ja. Hier oben ist auch noch was gebautes. Und das ist erstmal alles Schrott. Aber so weit weg kann hier mein Dingens nicht sein, meine Leitung. Mit Sauerstoff, ne? Ne, F wollte ich haben. Kein Strom mehr, okay. Da ist ein Loch. Da haben wir schon gebuddelt. Hier ist schon Saft. So, dann lass uns mal gerade aussteigen. Bauen wir hier was hin. Okay, das war zu weit weg schon. Ich hoffe, wir schaffen da so hin mit unseren Teilen. Okay, schon wieder zu weit weg. Einen haben wir noch. Okay, dann reicht es nicht bis dahin. Gemisch habe ich nicht dabei, aber Harz habe ich dabei. Okay. Gab es hier oben nicht irgendwo Gemisch? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erst zurück zum Wagen. Hier war ganz viel Harz. Eigentlich müsste da irgendwo gemischt sein. Aber naja, ich weiß es nicht. Okay, das hat gut geklappt. Ich wollte eigentlich nur einsteigen und losfahren und nicht das Auto auseinanderbauen. Da hinten ist die Basis. So, hier sind wir rübergekommen, okay. Okay, der ist wirklich ein Allrounder, der Wagen. Da brauchst du nicht so viele Sorgen machen. Einmal aussteigen und so, wir müssen ja nur den Generator anschmeißen, ne? Dann geht es auch wieder mit dem Strom da dran. Das haben wir natürlich nicht gemacht, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel Sauerstoff der hat. Kann man das irgendwo sehen? Weiß ich nicht. Mordrak, hallo, sagt mir das mal. So, was mussten wir bauen hier? Ich glaube, zwei Harz braucht man, um den Behälter zu bauen, ne? Um das Lager zu bauen, genau. Macht das schon. Ich habe aber wahrscheinlich nur ein Harz jetzt zu wenig dabei. Naja, aber wir haben ein Lager mehr, das reicht ja erstmal dann. Tja, wo baue ich das hin, ne?
Machen wir da erstmal auseinander. Und ins F drücken nutzt, geht nicht, ne? Dann kann nur auf dieser Plattform das machen, ne? Aber dann räumen wir erstmal hier auf. Okay, knapp daneben ist auch vorbei. So. Die beiden würde ich hier tatsächlich behalten wollen erstmal. Was war das für ein Ding hier? Energiezellen, Stromspeichergegenstand. Verbrauchsgegenstand, der deine Kraftkapazität erhöht. Okay, das hört sich gut an. Ich glaube, das behalte ich. Das mit dem Sauerstoff, momentan ist das ja ganz nett, dass wir zwei haben, ne? Aber auf Dauer weiß ich auch noch nicht. Lassen wir erstmal weg. Auf jeden Fall können wir dieses eine Teil jetzt hier reinschmeißen, was wir noch haben. Dann kriegen wir wieder Forschungspunkte. Gut, okay. Wir haben kein Dingens dabei, aber hier ist noch eins drin. Das würde bedeuten, wir nehmen das mal besser mit. Ja. Das Teil da hinten brauchte Strom, ne? Das war Fakt. Aber wir können ja erstmal schauen, was unser Ergebnis jetzt hier ist. Das Windrad dreht sich hier gar nicht, ne? Lass uns erstmal hier gucken, was er so sagt. Lichter in der Ferne. Die Portalkammer haben wir entdeckt. Können wir jetzt einsammeln. Gut. QTRTG mal 1. Belohnung für erfüllte Missionen. Schaltet den noch mit frei. Okay, das müssen wir noch machen wohl. Ist denn hier Dynamit mit 1818 Punkten? Ich weiß nicht, wie wir brauchen dafür. Ich weiß nicht, wo Dynamit liegt, aber ich zapp mal ganz schnell. Da ist es. 3750 kostet das. Okay, wir kriegen noch ein paar Punkte dazu. Aber das reicht nicht. Wir müssen also noch mehr Forschungsmaterial holen. Okay. Da ist ein Weg runter. Gibt es hier was zu forschen? Ich glaube nicht, ne? Sehr steiniges Gebilde hier. Hier ist auch wieder ein Loch. Okay, aber da ist nichts drin, glaube ich. Okay, ein Sauerstofftank ist gleich leer. Hier gibt es ziemlich viel Wind. Hier könnte man das Windrad idealerweise hinbauen, ne? Okay. Ich denke mal, das ist hier nur eine Biostruktur oder ist das ein Forschungsobjekt? Nee, das ist ein Forschungsobjekt, okay. So, wie war das? Mit F an Körper ranziehen, dann kannst du schneller laufen. Ja, und dann habe ich wieder drauf gedrückt auf die falsche Taste und schon war es das mit schneller Laufen. Wo müssen wir zum Sauerstoff? Da. So, passt. Das können wir dann auch erforschen. Das sind dann wieder vielleicht die Punkte, die wir fürs Dynamit brauchen, ne? Den da rein.
Okay, dann lassen wir ihn erforschen und dann schauen wir weiter. Und dann denke ich mal, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.